Wir Artisten nennen das nicht einfach Seilspringen, wir nennen das Rope Skipping, die neue Inszenierung von Rope Skipping. Bitte schön.
nicht nur einen großen Seil, gleich zwei sogenannte Double Dutch und viele andere Sachen habt ihr gesehen. Jetzt bleibt nur noch eins. Jetzt müsst ihr überlegen, ob ihr nicht einfach mal vorbeikommt in der Artistenschule Contraire. Macht das doch einfach. Ich habe zwei Vorschläge dazu. Ne, drei genau genommen. Entweder guckt ihr mal nachher zu Hause, irgendwie auf dem Tablet, auf dem Computer nach, mal ganz in Ruhe, www.contraire.de mit C geschrieben. Da findet man Informationen. Oder aber jetzt noch zwei Einladungen, zwei Möglichkeiten. Wer noch nicht weiß, wie er seine Sommerferien vollständig interessant und abenteuerlich gestaltet und sagt, mein Gott, am Ende habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Den laden wir gerne ein, in der letzten Ferienwoche dieser Sommerferien eine ganze Woche lang Zirkus- und Artistik-Feeling hier in der Artistenschule Contraire zu leben und zu erleben. Eine ganze Woche lang wird trainiert, ganz intensiv, ganz angenehm in einer großen Gruppe. Am Schluss gibt es eine große Darbietung und dann könnt ihr das aufführen und vielleicht bleibt ihr sogar dann da in der Schule, kommt dann wieder raus. Wer weiß. Das ist eine Überlegung. Wenn ihr sagt, okay, eine ganze Woche, meine Preise sind ja verplant, ich muss zu Oma, dann muss ich zum Opa und dann muss ich mit der Tante und mit dem Vater und mit dem anderen und wie auch immer. Bin ja schon vollkommen ausgeplant. Nächste Möglichkeit, wenn ihr mal eine tolle Art eines Geburtstages erleben wollt, geht das auch. Euren Geburtstag könnt ihr auch feiern in der Artistenschule. Ihr ladet einfach ein paar von euren Lieblingskumpels und Freunden ein, bringt die da mit hin, die bringen ihre Sportsachen mit, dann wird sofort los trainiert und dann kommt auch am Schluss in einer klitzekleinen Darbietung eure Eltern, eure Geschwister dazu und dann gibt es eine schöne, anständige Geburtstagspremierenparty. Das könnt ihr euch alles mal überlegen. Jetzt sind wir leider schon am Ende unserer Show angelangt und ich hole nochmal alle hier in die Manege, die in der Show dabei waren. Wisst ihr noch, wie die alle hießen? So einigermaßen, oder? Ich gucke lieber hier nochmal rauf. Am Trapez, wie hieß die Dame? Sarah! Am Trapez, das war Sarah! Und dann hatten wir die beiden Damen, die ganz, ganz neu und frisch dabei sind, in der dritten Klasse, 8 und 9 Jahre, Leonie und Juli, richtig, Leonie und Juli. Mit 12 Urlaubreifen, heute zu zweit in der Darbietung Blue La Hop, das waren Sarah und Theresa. Die beiden. Auf dem großen blauen Tisch mit Kontusion. Wie hießen die nochmal? Anni und Marie, richtig. Anni und Marie. Und eben beim Roadskipping mit dem großen Seil, da waren dabei die Marie und die Annika und Sarah und Theresa und Lilly. Das sind die 5. Wunderbar. Kommt ihr nochmal mit dazu und wir holen die Dame auch nochmal mit dazu. Das Ganze geleitet, inszeniert, choreografiert von Jutta Schöner. Vielen herzlichen Dank, mein Name ist Marquinhos, die Artistenschule.